Panik ist wieder da und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video von mir und zwar möchte ich mit euch über Vorurteile gegenüber Manga und Anime sprechen. Also viel Spaß! Fangen wir doch gleich mal mit einem Klassiker an, nämlich mit dem Vorurteil Anime, ja, ist das nicht diese perverse Kinderscheiße? Oh mein Gott, wie habe ich diesen dummen Spruch gehasst? Mag ja sein, dass es Animes gibt wie Pokémon, Hamtaro, Yu-Gi-Oh! Oder Flint Hammerhead und so weiter, die wirklich für Kinder gemacht worden sind, aber es gibt auch mehr als genug Anime-Serien, die halt eben nicht für Kinderaugen bestimmt sind. Es gibt so viele. Es gibt Elfenlied, es gibt Death Note, es gibt Attack on Titan, es gibt Detektiv Conan, es gibt Naruto und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Animes, wo ich mir echt denke, boah, das ist ja jetzt mal brutal. Was meint ihr denn, warum so viele Animes, die damals auf Pokito TV, auf RTL 2, warum diese ganzen Animes da alle geschnitten wurden? Naruto wurde geschnitten, Inuyasha wurde geschnitten, Detektiv Conan haben sie sehr, sehr viele Szenen rausgeschnitten. Bei Dragon Ball Z wurden viele Sachen rausgeschnitten und bei Dragon Ball GT damals haben sie nicht nur Szenen rausgeschnitten, sondern sie haben auch etliche Folgen komplett aus dem Verkehr gezogen, weil sie entweder zu brutal waren oder weil sie einfach total verstörend waren. Und deshalb kann ich einfach nicht nachvollziehen, wie man sagen kann, Anime, das ist doch perverse Kinderscheiße. Und überhaupt, denkt doch mal kurz drüber nach. Pervers und Kinderscheiße, das sind zwei Sachen, die sich gegenseitig beißen. Ihr müsst euch schon für eines von den beiden Dingen entscheiden. Entweder ihr sagt, Animes ist Kinderscheiße oder Animes sind pervers. Aber nicht Animes sind perverse Kinderscheiße. Es beißt sich gegenseitig. Und genauso wie es verschiedene Themen für Filme oder Serien gibt, gibt es auch verschiedene Themen im Bereich Manga und Anime. Es gibt Animes wie Heidi, Nils Holgersson oder von mir aus auch Pokémon, die halt extra für Kinder gemacht worden sind. Dann gibt es Serien wie die meisten Shonen-Anime wie Dragon Ball oder One Piece oder Naruto, die eben für heranwachsende Jugendliche sind. Die sind dann halt ein bisschen brutaler, weil es da auch ums Thema Kämpfen geht. Dann gibt es die Seinen, das sind die Animes und Mangas, die für erwachsene Themen halt da sind. Und dann gibt es wiederum die Hentais, wo es halt Pornos gibt. Also es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und deshalb kann ich nicht nachvollziehen, wie man sagen kann, dass Animes nur Kinderkram ist. Ein weiteres Vorurteil besagt, dass alle Anime-Fans pädophil sind. Und dazu möchte ich mal gerne was sagen. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Anime-Fan. Ich bin jetzt kein Otaku. Ich sammle jetzt nicht jeden Kram, der mit Manga und Anime zu tun hat. Aber ich gucke gerne Animes, ich lese gerne Mangas und ja, ich spiele auch gerne Videospiele, die auch was mit Animes zu tun haben. Und eins verstehe ich nicht. Die meisten Menschen, die Vorurteile gegenüber Animes haben, die sagen doch auch, dass Animes nur Kinderscheiße ist. Also erklärt mir bitte mal, wie können dann Kinder pädophil sein? Das sind wieder zwei Sachen, die sich gegenseitig widersprechen. Und das finde ich doch ein bisschen komisch. Auch finde ich komisch das Vorurteil, ja, die ganzen Anime-Fans, die männlichen Anime-Fans, die haben alle keine Freundin und das sind alles Versager und die leben in der Traumwelt. Dazu möchte ich sagen,
Wie gesagt, ich bin auch ein leidenschaftlicher Anime-Fan und ich habe eine Freundin und sie ist älter als 6. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe eine Freundin, die 32 Jahre alt ist und ich bin auch sehr glücklich mit ihr und ich bin absolut kein Freak, nur weil ich Animes gucke oder Mangas lese. Nur weil ein Anime-Fan keine Freundin hat, das liegt doch nicht daran, weil er diese Sachen guckt. Das liegt daran, weil er vielleicht schüchtern ist und verklemmt und weil er sich nicht traut, zu einem Mädchen hinzugehen, um zu sagen, ja, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen oder wollen wir mal dahin gehen und so weiter. Das hat doch damit nichts zu tun. Ich war auch damals, bevor ich meine aktuelle Freundin kennengelernt habe, war ich auch ein super schüchterner Typ. Ich habe mich auch nicht getraut, ein Mädchen anzusprechen. Aber das lag daran, weil ich ein super schüchterner Typ war. Aber nicht daran, weil ich jetzt Animes geguckt habe. Und so geht es ganz, ganz vielen anderen Menschen da draußen. Es geht auch Leuten so, die nicht Animes gucken, glaubt mir. Ein weiteres Vorurteil ist, dass Anime-Fans kein Real Life haben, also kein reales Leben. Und das ist etwas, worüber ich nicht weiß, ob ich jetzt darüber lachen soll oder ob ich es einfach nur doof finden soll. Also ich habe ein Real Life. Ich gucke zwar super gerne Animes und lese auch gerne mal einen Manga oder verbringe auch mal ein paar Stunden mit Videospielen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich den ganzen Tag nur das mache. Ich habe auch noch andere Sachen im Kopf. Ich habe einen ganz normalen Beruf, also ich gehe ganz normal 8 Stunden lang arbeiten. Ich muss auch ganz normal meinen Haushalt pflegen, ich muss auch mal meine Wohnung aufräumen, ich muss auch mal kochen und sauber machen. Ich habe auch Freunde, mit denen ich regelmäßig was unternehme. Ich habe meine Freundin, mit der ich regelmäßig was mache. Ich gehe auch mal gerne ins Kino, ich gehe auch mal gerne schön irgendwo lecker essen, ich gehe unheimlich gerne schwimmen. Ich gehe auch mal gerne spazieren und ja, ich habe ein erfülltes Leben, ich kann mich nicht beklagen. Ich finde einfach nur, dass Anime und Manga ist eine gelungene Alternative zu dem, was heutzutage so im Fernsehen läuft. Guckt euch doch mal die ganze Scheiße an, die so im Fernsehen zu finden ist. Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht, Köln 50667. Berlin Tag und Nacht und wie die ganze Scheiße alles heißt. Gegen diese Mistsendungen sagt kein Schwein was, aber die ganzen Animes, die werden alle so verhasst und es werden nur Lügen über Animes und Anime-Fans darum erzählt. Also das kotzt mich an und ich kann es einfach nicht mehr hören. Und ich wollte dieses Video hier machen, um einigen Leuten halt zu zeigen, dass es eben nicht so ist, dass Animes nur für Kinder sind oder dass Animes krank machen oder dass Anime-Fans pädophil sind und keine Freundin haben und kein Real Life und das ganze Tamtam. Ich wollte mit diesem Video einfach nur mal zeigen, dass es halt nicht so ist. So, meine lieben Freunde, das war's nun mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ich mehr von dieser Art Videos machen soll, dann schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert mich bitte, wenn euch meine Videos gefallen. Euer Pani Panik sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.